Bist du bereit? Ich glaub schon, ja. Na fuck. Warte mal. Hey, irgendetwas fehlt noch. Okay. Kennst du Klaviermusik? Klavier? Hey, Alter, von wo kommen die schwarzen Balken? Mmh, feine Weizen. Hallo zusammen, was geht ab? Mein Name ist Adi Totoro, willkommen zu meinem ersten Folge- und Antwort-Video. Hinter der Kamera sitzt der Bubu, sag mal hoi. Hallo. Krass, krasser Typ. Der Bubu hat eine Adresse erzählt, kannst du mir kurz sagen, um was es dir geht? Ja, alles klar. Nein, Spaß. Es gibt irgendein Dorf im Graubünden, ich weiß nicht genau, wie es heisst. Oh, ist Graubünden, oder? Ja, ja. Alles klar. Und auf jeden Fall kann man dort... Es heisst Tschlin, meine Damen und Herren. Man kann noch heute bis um 8 Uhr anrufen. Dort auf dem Dorfplatz steht das Telefon. Man kann auf das Telefon gratis anrufen. Und wenn niemand es abnimmt, hat man gewonnen. Und ich würde sagen, der Bubu hat jetzt erstmal gerade die Nattel... Oh nein, warte, wir haben gestern schon mal angerufen. Offiziell, die oberste Nummer... Gut, haben sie gelesen, schön. Die oberste Nummer rufen wir jetzt an. Los geht's. Also wie gesagt, wenn niemand es abnimmt, dann... Ja, ja. Okay. Alles klar! Ist auf jeden Fall besetzt. Würde ich sagen, fangen wir mit dem an, um was es eigentlich geht. Und zwar folgende Antwort. Ich habe mir hier Screenshots gemacht von meinem letzten Video. Und auf jeden Fall habe ich euch ja dazu aufgefordert, Fragen darunter zu stellen unter das letzte Video. Betont auf Fragen. Und dann schreibt erstmal, geile Katz. Ich bin geschickt, Krasse Katz. Auf jeden Fall habe ich euch aufgefordert, Fragen zu stellen. Und dann schreibt der Ballinfilms erstmal eins an. Ich weiß nicht, wie gut du in die Deutschstunde aufpasst hast, aber eins ist auf jeden Fall keine Frage. Ich blende jetzt hier mal den Wikipedia-Eintrag ein, von was eine Frage ist. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Der Domitian XD fragt, was haltest du von einem Asylheim in Rüneberg? Es hat auf jeden Fall Platz in Rüneberg für das und ich würde sagen, da ich ja eh Rüneberg zu der Hauptstadt von der Schweiz machen will, wächst ja Bevölkerung in der Schweiz und auch die kulturelle Attraktivität von Rüneberg wächst durch so ein Asylheim. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt weiter in Richtung Hauptstadt von der Schweiz. Alessia Baumer fragt, würdest du mal gerne... Alessia Baumer fragt, würdest du mal gerne segeln? Nein. Gibt es da gute Fragen? Der Stucki der fragt, hast du Twitter? Nein, ich habe kein Twitter, aber ich habe YouTube. Ich wüsste nicht, ob ihr es wissen, aber ich habe YouTube. Jungs, da hinten gibt es das, wenn wir uns anschließen. Ey, sag's euch. Zu viele Fragen, du. Alles klar. Was ist Mehrzahl von Club? Clubs. Klopp. Klopp hoch. Klopp hoch. Der Redhead fragt, hast du gern Schoki? Und da muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe gerne Schoki und vor allem die von Volk Familienpreis für 1,85 ganze drei Scheiben, das sind 300 Gramm. Also ziehen Sie euch rein, 1,85, das kann ich nur weiterempfehlen. Also, Volk, nice. Denne. Okay, wir kommen zum nächsten und Zimreio, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall... Ah, das ist ein Mädchen. Zimreio fragt, mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben? Ich bin cool. Passt das zu mir? Das ist einfach noch schwierig. Das ist noch schwierig, so eine Frage rauszusuchen. Genau. Der T. Gasser fragt, hast du mal einen Briefswunsch? Ich weiss nicht, von welchem Kanton der kommt, aber das Schweizerdeutsch ist auf jeden Fall schon mal ziemlich... Nein, das ist schon nicht. Das ist ziemlich hoch Schweizerdeutsch. Berufswunsch, ja, das habe ich, und zwar Moderator. Was ist dein Lieblingsessen? Fragt auch der Kevin. Mein Lieblingsessen ist nach dem Volk... Nach der Volksschocke, Familienpreis für 1,85. Ist mein Lieblingsessen der Volk Classic Eistee für 1 Stutz, wo 2 Liter drin sind. Das ist einfach göttlich, das Ganze. Ich mach das von einem Sneaker, du verstehst unter Sneaker. Leider nur den Schuh. Der Kicker fragt, kannst du mal ein Zuschauer-Döffli? Nein, kannst du mal ein Zuschauer-Döffli machen, so mit allen Zuschauern? Und das ist eine ziemlich gute Folge, weil der Bub und ich haben Plan. So läuft das eh wie meine Videos. Ziemlich gute Folge, weil der Bub und ich haben geplant, in der Sommerferien vielleicht ein Döffli-Du durch die Schweiz zu machen, weil das hat es sicher schon gegeben, aber es hat es noch nie auf YouTube gegeben, würde ich sagen, so verfilmt. Weil mit dem Longboard kannst du schlecht durch die Schweiz fahren, weil ich meine,
Ich kann nicht gerne mal probieren, den Gotthard raufzufahren, aber das ist halt wirklich nicht so lustig. Wir haben geplant, einfach mal eine Dörfli-Tour zu machen durch die Schweiz. Und ja, dann kann man mit uns mitfahren. Wenn es Leute gibt, die die Motivation haben, mit zwei solchen Kindern mitzufahren. Schlimmste Moment in deinem Leben? Keine Ahnung, du letztens bist auf dem Handy das Datenvolumen ausgegangen. Das war nicht so gut gewesen. Der Kevin fragt noch einmal: Magst du Französisch? Yes, I do. Der Dudi, der fragt: Lieber Magenbrot oder ein Brot im Magen? Ja gut, habe ich gesagt. Ich meine, so ein ganzes Brot einfach mal so. Vor allem, wenn das vom Volk ist, Alter. Alter, so ein Volkbrot, das wäre schon 2,25, Alter. St. Gallen Weissbrot, da muss ich schon sagen. Das ist schon besser als Magenbrot. Der Till Gasser fragt: Hast du ein Vorbild? Ich habe ein Vorbild, ja. Yeah. Ask Switzerland, ask mir mal etwas. So, dann würde ich sagen, ist das gesehen von dem Video. Wir rufen noch einmal jetzt an dem Wettbewerb an und schauen, ob besetzt ist oder nicht. Weil man kann ja schliesslich einen Preis geben. Man kann noch 10 Minuten anrufen. Das heisst, heute oben wird die Telefonstelle geschlossen. So, hopp. Jetzt muss einfach jemand abnehmen. Scheiße! Leitung belegt. Ich weiß nicht, was auf dieser Leitung liegt, aber... Jetzt gibt es etwas, was noch nie gehabt, und zwar offiziellen Snap-Wert im Video. Wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr mich jetzt abonnieren auf Snapchat. Adi Totoro heiße ich dort. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Folge-Eistee. Schreibt mir weitere Fragen für irgendeines Q&A-Video. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das 250-Abo-Special gewesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Die WM. Nein, nicht die WM. Die EM von den einer Stunde an. Ich muss jetzt heim und tschüss miteinander. Ich nehme jetzt euch gerade mit. Oh, scheiß Kinder, schieß ich jetzt hier runter. Hier geht's runter, schau. Und so ist der Bub aus dem ganzen Video hier gekommen.